Wer sich in der Philosophie und Ideengeschichte im Allgemeinen auskennt, wird strukturelle Übereinstimmungen feststellen zwischen dem QAnon-Kult und der Gnosis oder einer gnostischen Erlösungsreligion. Was ist nun Gnosis und gnostische Erlösungsreligion? Kurz gefasst bedeutet Gnosis im Griechischen Wissen. Gnotein heißt Erkennen. Die Gnosis ist Erkenntnis. Und die Gnosis als Lehre ist eine zur Erkenntnis oder zum Wissen führende Orientierung. Das ist jedoch eine sehr allgemeine Aussage, wie das Leitmotiv Gnoti se auton, erkenne dich selbst, das auf dem Eingang des Tempels von Delphi stand. Mit der Gnosis ist religionswissenschaftlich eine Form von philosophischer Religion oder religiöser Philosophie genannt, die sehr uneinheitlich ist. Es gibt erste gnostische Schriftsteller im 2. Jahrhundert nach Christus, die gnostische Bewegung oder die gnostischen Bewegungen in ihrer Vielfältigkeit überdauern jedoch schätzungsweise 4 Jahrhunderte. Sehr unterschiedliche philosophische Vertreter gehören zur Gnosis, wie Philo von Alexandria, ein sehr interessanter Denker, der einmal gesagt hat, sei freundlich zu jedem, dem du begegnest, denn jeder steht in einem harten Kampf. Sowie auch Origenes, der spätere Kirchenvater, und etliche andere Schriftsteller, die sich in den neuplatonisch-gnostischen Kanon einordnen lassen. Auch verschiedene sogenannte apokryphe Evangelien, wie das Thomas-Evangelium, sollen in diesen Kanon der Gnosis gehören. Grundsätzlich kann man jedoch bei aller Heterogenität der gnostischen Texte und Autoren 5 Strukturmerkmale feststellen. Und diese 5 Strukturmerkmale hat Kurt Rudolf in seinem Aufsatz über die Gnosis definiert. Jegliche gnostische Erkenntnislehre beinhaltet diese 5 Elemente: Dualität, Kosmogonie, Soteriologie, Eschatologie und Gemeinde und Kult. Was bedeutet das? Nun, gnostische Erkenntnis- und Erlösungslehren gehen von einer Dualität aus, die dem Kosmos immanent sei. Es gibt Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Tag und Nacht, männlich und weiblich, und diese beiden Prinzipien stehen in einem Kampf miteinander. Dualität ist philosophisch zu unterscheiden von Polarität. In der Polarität, wie im Gedankengut des Daoismus, gibt es auch 2 kosmologische Entitäten, die sich aber wechselseitig bedingen. Das eine geht aus dem anderen hervor und geht in das andere über. Es ist eine Dynamik. Während die Dualität einen vernichtenden Gegensatz von gegenseitigen Entitäten annimmt. Es gibt das gute und böse Prinzip, die kämpfen miteinander. Einer muss siegen. Das ist Dualität oder Dualismus im geistesgeschichtlichen und religionswissenschaftlichen Sinne. Und einen solchen Dualismus, eine solche Seinsdualität, sieht die Gnosis in all ihren Spiegelungen und Brechungen verschiedener Texte und Autoren vor. Ferner gibt es eine Kosmogonie, also eine Welterstehungslehre. Und es gibt eine Soteriologie, das heißt, es gibt einen Retter. Soter heißt auf Griechisch der Retter, der Erlöser, der Heiland. Es wird immer eine bestimmte Figur als diejenige aufgebaut, die dann schlussendlich diese dual zerstrittene Welt zu einer Friedensherrschaft führen wird. Das ist ein ganz klassisch gnostisches Gedankengut. Eschatologie bedeutet die Lehre von den letzten Dingen oder die Lehre von der Endzeit. Eschatos ist das Letzte. Und die eschatologische Sichtweise der Gnosis bedeutet, dass wir in einer Endzeit leben, in der eben auch dieser große Kampf zwischen Gut und Böse stattfindet und diese Heilsfigur schlussendlich als Schlichter oder als Richter in diesem Kampf auftritt. Gemeinde und Kult ist weniger ein kognitiver als ein sozialer Aspekt der Gnosis. Es gibt in den gnostischen Strömungen immer kultische Elemente und es gibt eine Gemeinde, die diese kultischen Elemente mitträgt. Viele Strömungen der Gnosis sind ursprünglich aus
Mysterienlehren, Geheimlehren hervorgegangen, beispielsweise der Mysterienschule von Samothrake oder Eleusis. Und da ist das kultische Element und das soziale Element entsprechend auch schon gleich zum Inhalt gemacht worden. Also wir haben diese fünf Strukturelemente der Gnosis, die Dualität, Kosmogonie, Weltentstehung, Soteriologie, die Heilslehre, Eschatologie, die Endzeitlehre oder Endzeitstimmung und Gemeinde und Kult. Und diese fünf Strukturelemente lassen sich direkt auf den QAnon-Kult der modernen Verschwörungsideologie übertragen. Auch hier gibt es eine Dualität. Es gibt den Schattenstaat, den Deep State, die Schattenwirtschaft auf der einen Seite, auf der Seite der Finsternis gleichsam. Es gibt auf der anderen Seite die Regierung Donald Trumps, die mit dem metaphorisch Guten und Lichthaften assoziiert wird. Also wir haben hier nicht nur eine Schwarz-Weiß-Zeichnung politischer Propaganda, sondern tatsächlich einen Rekurs auf ein uraltes Erlösungsmärchen aus dem Gnostischen. Zudem gibt es eine Art Kosmogonie, also eine Weltentstehungslehre, nicht gerade die Welt als Universum, aber zumindest die politische Welt als ein Mikrokosmos, wird auch bei QAnon erklärt als eben dieses Wechselspiel zwischen dualistisch gut und bösen Kräften in der Regierung. Ferner gibt es die soteriologische Perspektive. Donald Trump wird von QAnon als der Retter, der Heiland aufgebaut und bezeichnet sich auch selbst in einer Presseansprache als Messias. Es wird also gar nicht geleugnet, dass diese Bezugnahme auf ein gnostisches Erlösungsmärchen und eine verbreitete religiöse Sinnstiftung hier genommen wird. Ferner gibt es bei QAnon eine eschatologische Perspektive, also die Vorstellung einer Endzeit, einer Endzeitstimmung und eines finalen Kampfes zwischen Gut und Böse, der jetzt entschieden werden muss. Und zuletzt, aber nicht von geringer Bedeutung, ist doch das Kriterium Gemeinde und Kult im QAnon-Ideologismus vertreten. Denn es gibt hier einen sehr starken Gemeindebezug, eine sehr starke Öffentlichkeit, die sich damit identifiziert und auch gleichsam kultische, also profan-kultische Handlungen vornimmt. Also die fünf Strukturmerkmale der Gnosis, die Kurt Rudolf definiert hat, als Dualität, Kosmogonie, Soteriologie, Eschatologie, Gemeinde und Kult, die sind auch direkt im QAnon-Verschwörungsideologismus enthalten. Wir haben es also bei QAnon mit einem modernen Erlösungsmärchen nach gnostischem Vorbild zu tun. Wie würden wir als Philosophen nach einer Dekonstruktion und einer Vergleichsanalyse QAnon oder vergleichbare Verschwörungsideologien einschätzen? Wir würden grundsätzlich strukturell so vorgehen, dass wir einzelne Thesen auf den Wahrheitsgehalt hin prüfen und dann schlussfolgern, ob das Gesamt annehmbar ist. Denn selbst wenn einzelne Theoreme stimmen, bedeutet das nicht, dass ein komplexes Weltbild an sich annehmbar wäre. Ferner ist hier auch, wie bei allen Ideologien, nicht nur den verschwörungstheoretischen Ideologien, mit einer logischen Waffe zu operieren. Diese wurde schon im Mittelalter erfunden von William von Ockham. William von Ockham war ein Logiker, der lebte von 1285 bis 1347. Und er studierte an der Oxford-Universität und wollte gerne, und das war sein großes Ziel, die Logik transparenter machen. Die Logik ist die Lehre von den richtigen Schlüssen. Wie kommt man zu richtigen Schlüssen? Seine Idee war, man kommt am ehesten zu richtigen Schlüssen, wenn man alles Überflüssige wegstreicht. Da er Latein gesprochen und geschrieben hat, lautet sein Satz: Numquam esse ponendam pluralitas sine necessitate. Das heißt, eine Vielheit ist nicht anzunehmen ohne Notwendigkeit. Eine Vielheit von Details im Rahmen eines logischen Satzes ist nicht anzunehmen, ohne dass es eine Notwendigkeit gibt, die durch die Gültigkeit bestätigt. Streichen wir also von komplexen Ideologismen
ob nun verschwörungsbezogen oder nicht, alle unnötigen Details weg, bleibt am Ende vielleicht eine Theorie, die wir auf den Wahrheitsgehalt hin prüfen können, satzlogisch und sachlogisch. Und dafür benötigen wir keinen gnostischen Erlöser, sondern nur unseren eigenen Verstand.